Schönen guten Morgen. Wir sind gerade mal wieder unterwegs, heute nur Emma und ich, denn ich kann ja jetzt wieder Auto fahren. Und im Moment gefühlt ständig sind wir jetzt auf dem Weg zum Tierarzt. Heute haben wir allerdings nur einen Kontrolltermin. Und ich bin gespannt, die erste Autofahrt, ob alles heil bleibt. Deshalb nehme ich auch Nils Auto. Wir wollen ja nichts riskieren. Was denn? Tierarzt. Tierarzt? Nee, Tierarzt, nicht schon wieder. Es war gerade beim Tierarzt. Immer tapfer. Und das sieht alles sehr gut aus. Genau. Ich habe Emma nämlich gerade abgeliefert und muss nochmal einkaufen. Genau. Und hier hat sich jemand ein ganz großes Würstchen verdient. Richtig. Und ich nehme sie mit, weil dann ist sie nicht im heißen Auto. Genau. Weil heute ist doch ganz schön warm. Also, wenn ihr das mitkriegt, Hund im heißen Auto. Ja, aufpassen, beobachten. Wenn der Besitzer nicht irgendwie bald wiederkommt, ja, zur Not handeln. Erlaubt laut Gesetz. Ja. Boah, Leute, ihr ahnt gar nicht, wie ich gerade mit dem Einparken gekämpft habe. Ich habe noch nie Probleme mit dem Einparken gehabt. Ich komme in jede Parklücke. Aber wenn man so lange raus ist, dann mit dem Großen gleich wieder. Oh, ich glaube, ich musste 5-mal neu ansetzen. Hätte mich irgendwer beobachtet, er hätte mich ausgelacht. Ganz sicher. Aber er steht. Und achso, ich war auch übrigens noch mal kurz im Futterhaus und habe so ein paar Sachen besorgt. Die zeige ich euch vielleicht nachher noch mal. Und ein ganz besonderes Geschenk für Emma ist auch noch dabei. Aber jetzt geht's erstmal los. Ich habe nämlich tierisch Kohle. Wir haben immer noch nicht gefrühstückt, das ist jetzt glaube ich schon eins. Deshalb will ich jetzt ganz schnell zu Nils, denn der hat das Frühstück vorbereitet. Ich bin nach Hause gekommen. Boah, hat ein bisschen gedauert, ne? Ich habe Hunger, wir müssen noch frühstücken. Habe ich auch schon gesagt, es ist schon 12:30. Oh, nee, es ist schon, mittlerweile ist es sogar schon 1. Ja, aber egal. Dafür warst du beim Tierarzt und unterwegs und einkaufen. Ich durfte noch nicht schmieren, sonst hätte ich schon das Frühstück geschmiert. Ja, dann wärst du es durchgeweicht. Das stimmt. Aber jetzt gucken wir mal, was du mitgebracht hast. Ja, aber wir brauchen einen Stinker. Stinker? Mami war shoppen. Wir haben ihr nämlich von klein auf beigebracht. Heißt nämlich, beim Futterhaus was für Emma besorgen. Weil jedes Mädchen möchte ja gerne shoppen gehen. Und sie ist schon ganz aufmerksam und dreht den Kopf die ganze Zeit da unten. Hör zu. Ja. Emma, hast du wollen was? Wir auspacken? Hast du was verdient? Ja, ja, ne? Wer beim Tierarzt so lieb ist, der hat auch was verdient. Okay. Das Größte ist hier schon gleich am Anfang. Muss ich das jetzt schon rausholen? Ja, kannst du. Das müssen wir nachher ausprobieren. Okay. Also. Ein Spielzeug für mich! Du hast einen Hubschrauber bekommen. Emma, das ist ein Intelligenzspielzeug. Bist du denn intelligent? Jetzt mal gucken. Da kann man Naschis reinmachen, Emma. Wollen wir das mal ausprobieren? Die müssen aber noch reingemacht werden. Tja. Das willst du haben? Das willst du haben? Na, dann gucken wir gleich mal. Vielleicht ist da ja auch was, was man reinmachen kann. Wasser! Nein. Das läuft raus. Was ist das denn für eines? Immer schmecken die. Wir müssen ja auch probieren. Wenn man was kauft, muss man probieren. Müssen wir gleich probieren. Wie hatte sie als Baby? Riechen sehr nach. Die sind mit Lamm. Oh, immer lecker, ne? Emma, enttäusch mich. Ja, wir kriegen das gleich. Wir machen das gleich auf. Emma, komm her. Das ist bestimmt lecker hier. Die möchte jetzt das Große. Wie jedes Kind will sie erst das Große auspacken. Aber manchmal, da ist noch gar nichts drin. Ich habe gesagt, das müssen wir nachher als Test machen, ob Emma das hinkriegt. Jetzt doch? Nee, doch nicht. Vorsicht, Nase. Kinder, egal ob Menschen oder Hundekinder, immer zuerst das Größte auspacken. Oh Gott, das muss man noch zusammenbauen. Ja, immer baust du das zusammen. Die verschwindet gleich ganz im Karton. Oh, das muss man noch schrauben. Oh, immer das müssen wir erst aufbauen. Das können wir das nachher dauert. Spielen, okay? Das dauert. Da müssen wir leider noch. Warte mal, aber vielleicht können wir. Nein, das. Emma, guck mal da. Da ist was reingefallen. Emma, guck mal, da ist was reingefallen. Wie ist das denn? Wie kommt man da denn ran? Ja! Aber das war der falsche. Emma, da ist was reingefallen. Guck mal, da. Emma, das ist ein intelligentes Spielzeug. Sei intelligent. Emma, da ist was reingefallen. Meinst du, guck mal. Ja, sie ist intelligent. Sie weiß, dass da noch mehr ist. Ja.
Ja. Guck mal, da ist noch was reingefallen. Geht da? Warum ist das da reingefallen? Super, nochmal drücken. Touch. Ganz doll. Touch. Touch. Nochmal. Nochmal. Touch. Da oben drauf. Super, nochmal. Ja. Und dann mit der Zunge wieder reingestumpft, oder? Kann sein. Nochmal Touch. Touch. Emma. Touch. Emma, ist immer so schnell gefroren. Nochmal. Nochmal. Touch. Emma, touch. Touch. Ja, und jetzt nicht hinsetzen. Weitermachen. Touch. Jetzt ist der hilfesuchende Blick da. Ausprobieren. Wollen wir das jetzt erstmal alles auspacken? Du fragst dich, was wir noch haben. Und dann machen wir das in Ruhe, das Spiel. Das machen wir in Ruhe. Okay, dann gucken wir jetzt erst. Ah, das sind Socken für Fingerlinge, für meine großen Zehen. Tja, mal gucken, welcher besser in ihre Schnude reinpasst. Nein, das sind kleine Zahnbürstenmäßig artig, ne? Oder? Genau, für den Finger, so zum drüberstülpen. Rosa fand immer ich süßer, deshalb haben wir beide mitgenommen. Mhm, wir gucken mal. Achso, noch ein. Guck mal da. Oh, hab ich den doppelt mitgenommen? Ja. Doppelt brauche ich nicht. Dentersticks. Zahn, Kau, Stangen und so weiter, ich weiß nicht. Eigentlich ist Pedigree ja eine furchtbare Marke. Das ist eine neue Zahncreme. Für mich. Nee. Bah. Guck doch mal, was da drauf steht. Mit drin Fleischgeschmack. Lecker. Du Vegetarier. Wir müssen immer das aber zumindest als lecker verkaufen. Die ist hier immer noch dabei, die möchte auspacken. Oh, Chewing Rolls. Aber? Ente? Nee. Kaninchen. Hatten wir noch nie. Nee. Und Zahnverzauberer. Was sind denn Verzauberer? Das ist mit Kokos. Aha, mal schauen. Bin ja sehr gespannt. Mir kann man ja alles andrehen. Und dann Küchenmädchen. Das soll funktionieren, aber ich soll dir helfen. Tomate. Ja, wir packen das gleich aus. Sehr gut. Wir brauchen Tomaten unbedingt. Denn wir wollten vielleicht eine Guacamole heute machen, ne? Ja, die schöne Zahnpasta fällt an. Banana. 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 Hallo, hallo, hallo. Maracuja. Maracuja. Noch frische Maracuja habe ich vergessen. Oh, Marmelade. Marmelade. Und Nutella to go. Aber Nutella. Oh. Das habe ich aus Versehen aufgekauft. Nutella to go ist offen. Weiß nicht. Ja, ja. Ohne rot zu werden. Das ist der Vorteil an der dunkleren Hautfarbe. Yeah. Rot werden ist das schwieriger. Cool, gut eingekauft. Wir könnten jetzt ganz Insta-Style-Food-mäßig unseren Teller total fancy anrichten. Aber ganz im Ernst, so sieht es doch wohl eher bei den meisten aus, oder? Brötchen aufschneiden, Butter drauf, Blatt drauf, basta. Was wir noch haben, das habe ich euch gerade gezeigt, sind so geile Kakao- und Kirschstückchen. Kakaonips und Kirsche halt getrocknet. Und das ist super lecker. Heißt Cherry Kiss vom Just Spice. Das ist eins unserer Favorite-Dinge. Und wir haben nämlich jetzt zum Ausprobieren mal diesen Milka-Aufstrich gekauft. Wo ist der? Hier diese Haselnusscreme. Sieht man die? Ihr seht's schon. Jedenfalls finde ich die ein bisschen zu süß. Ich mag da Nutella lieber. Du magst die, ne? Gell? Ich mag Nutella-Creme, ja. Magst du die lieber oder nicht so lieber? Ich mag die, glaube ich, gleich gerne. Was ich viel geiler finde, ist, dass Milka kein Palmöl benutzt. Mhm. Genau, sondern Sonnenblumenöl, glaube ich, meine ich. Und ja, ich würde das gerne nicht weiter unterstützen mit Palmöl. Das stimmt.
Allerdings, die Waschmaschine singt im Hintergrund, die ist fertig. Allerdings finde ich Milka, typisch Milka-Style, einfach ein bisschen zu süß. Oder zumindest süßer als Nutella. Was ich mag süß. Du magst süß. Ja, ich auch. Aber genau aus diesem Grund peppe ich das einfach gerne mit diesen Kakaonips und Cherry und so ein bisschen das Saure. Und auch die Kakao sind so ein bisschen bitter. Und ich finde, das passt ganz gut, dass man halt nicht nur dieses super Süße hat. Und ihr wisst ja, eigentlich liebe ich meine Maracuja zum Frühstück. Aber ich habe gerade keine da und ich habe eben beim Einkaufen vergessen, Maracuja zu holen. Deshalb, nehme ich damit vorlieb. Aber ich habe geile Bananen gefunden, die müssen noch ein bisschen reifen. Dann kann ich sie entweder aufs Brot machen oder ich habe noch Tiefkühlobst, Tiefkühlbeeren. Nochmal wieder einen leckeren Smoothie. Aber das wird dann eher morgen der Fall sein. Genau. Jetzt geht's aber ans Frühstück. Du hast nämlich Hunger. Also Frühstück um 13.29 Uhr. Aber wir waren ja schon auf, ne? Die von euch, die auch Locken haben, werden dieses Wirrwarr auf dem Kopf bestimmt kennen. Wenn man sie bürstet, dann entsteht das. Aber da komme ich durch. Mittlerweile ist es bald 4. Das heißt, wir haben gefrühstückt. Eigentlich wollte ich heute noch Brot backen. Das werde ich nicht machen. Das mache ich morgen. Stattdessen haben wir uns mittlerweile auf dem Sofa eingefunden. Schatz, geh mal! Geh mal! Zwar so kurz, das geht. Denn wir haben uns entschieden, wir wollen einen Film gucken. Ja, ist draußen so schnuddelig. Irgendwie. Genau, eigentlich wollten wir halt raus, weil es richtig schön warm ist eigentlich. Aber es ist so gräulich und scheulich, ja. Trotz warm. Deshalb haben wir jetzt gesagt, weil wir beide irgendwie, wir haben gestern den ganzen Tag geräumt und gewuselt. Aber gesagt, wollen wir heute ein bisschen ruhiger machen. Und wir haben uns einen Film ausgesucht und zwar... Aladdin. Nicht die originale Zeichentrick-Variante, sondern die neue. Genau. Und jeder hat ein Eis bekommen. Genau. Ich habe es noch nicht ausgepackt, weil ich noch hier einstellen muss. Ja, aber du hast dieses Watermelon. Zeig mal, wie die Packung aussieht. Pirulo, keine Ahnung. Pirulo heißt das. Ist das Lidl Eigenmarke? Nee, das gibt's. Ist Nestle, ne? Nestle ist das. Nestle. Schmeckt super lecker. Ist in Wassermelonenform und ist auch ein Wassereis. Ich liebe mein Capri. Und jetzt gucken wir gemütlich einen Film. Die Waschmaschine düdelt im Hintergrund. Und die werde ich mich auch gleich nochmal kümmern, denn das ist jetzt Wäsche Nummer 1, 2, 3, 4. Die vierte seit gestern. Die fünfte mache ich gleich noch rein. Tapfer. Tapfer. Aber wir haben gestern hier auch wieder Wohnungen aufgeräumt, also insofern können wir uns das heute mal gönnen, ein bisschen zu faulenzen. Also, wir melden uns dann nach dem Film. Aber wir können euch das sagen, wir gucken den Film nicht das erste Mal und der ist richtig, richtig toll. Ja. Sowohl die Musik als auch generell. Das Einzige, was halt super merkwürdig ist, was hatten wir gesagt, dass sie viel Indisch reingebracht haben, so viele indische Akzente, was auch Gewänder und so angeht und auch die Tanzstile und weniger Arabisch. Aber es ist okay. Wir gucken einfach Bollywood, ne? Ja. So einmal ist es in Ordnung. Und wenn ihr Englisch könnt, ihr müsst den Film unbedingt auf Englisch gucken. Die deutsche Synchronisation ist unter aller Kanone. Ja, überhaupt nicht zu ertragen. Mm-mm. Vor allem nicht dieses Lied von Jasmin. Auf Deutsch heißt es Schweigen. Heißt es auf Englisch Silence? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, im Deutschen passen die Silben ganz und gar nicht. Aber im Englischen ist es total schön. Also, wenn ihr Englisch könnt, schaut es auf Englisch an. Auf jeden Fall. Wir haben hier schon die Gardinen zugezogen. Wundert euch nicht, eigentlich ist strahlender Sonnenschein draußen. Beziehungsweise heller Tag. Bedeckter Sonnenschein. Sonnenschein. Heller Tag aber noch. Das stimmt. Wie spät haben wir es? Es ist 5:30, genau. Aber zum Film gucken und Kino-Feeling machen wir das gerne ein bisschen duster. Genau. Aber wir haben jetzt was vor. Wir haben den Film nur zur Hälfte geguckt, denn... Ich habe Hunger. Und ich habe keinen Bock zu kochen. Ich bin total kochfaul gerade. Und du auch. Ich würde ja sofort kochen. Du hast nur nicht gefragt, ob ich kochen würde. Ja, ja. Das heißt, wir machen jetzt einen Spaziergang. Zum Kochen. Zum Kochen, ja. Nein, wir laufen jetzt zum Dönermann. Und bei Dönermann... Gibt es Falafel. Gibt Falafel. Das ist echt lecker. Ja, richtig lecker. Da braucht man eigentlich gar keinen normalen Döner mehr. Nö. Genau, und dann machen wir nämlich noch einen Spaziergang hier mit unserem Schnarchi da unten. Der sich gerade total versteckt. Sie weiß noch nichts von ihrem Unheil. Ja,
Wenn sie soll, dann schnarcht sie nicht. Okay. Ich nehme alles zurück. Sie schnarcht doch. Das heißt, wir müssen jetzt aufstehen und uns anziehen. Ja. Ich habe gar keine Lust aufzustehen. Dann hole ich mir allein einen Düren. Da habe ich auch keine Lust zu. Siehst du? Also, auf. Auf, auf. Es ist ungefähr 3 Minuten später und es gibt schon wieder eine Planänderung. Ja, wir besuchen spontan meine Eltern. Ja. Die kennt ihr ja auch schon, genau. Die haben wir euch ja auch schon vorgestellt. Und die freuen sich nämlich auch immer, die kleine Emma mal zu sehen. Und Essen zu kriegen. Und Essen zu kriegen. Wir bringen dir nämlich dann Dürre mit. Dürre Montenero Falafel. Ja. Jetzt müssen wir uns aber immer noch anziehen, ne? Ja. Emma, weißt du, wen wir gleich besuchen fahren? Wir fahren Gudi und Manni besuchen. Kennst du die beiden? Emma, wollen wir Auto fahren zu Gudi und Manni? So, fertig umgezogen. Emma, wir müssen hier lang. Emma, pfui, pfui, pfui. Da liegt Kotze von irgendwem. genau, nein, vor die Füße ist nicht gut. Wir sind umgezogen und auf dem Weg zum Auto. Und den Stinker dabei und dann gibt es endlich Essen. Und jetzt ist noch schwer bepackt. Aber am kreisten, denn wir haben noch so ein paar Sachen, die mitkommen. Zu seinen Eltern. Ja, und dann wird im Arbeitszimmer wieder ein bisschen mehr Platz geschaffen, denn das müssen wir nämlich als nächstes nochmal richtig aufräumen, weil unser Arbeitszimmer ist mittlerweile auch das Zimmer, wo wir unsere Studiolampen aufbewahren. Und da könnt ihr euch vorstellen, ist natürlich nicht immer so viel Platz noch zum Laufen und Stehen und Gehen, und das Gästezimmer ist es auch noch. Deshalb müssen wir da nochmal unbedingt ran. Kommt als nächstes. Oh Leute, das wird so lecker. Ich sehe aber, der Akku blinkt und wir haben keinen weiteren Akku mit. Das heißt, ich werde nachher nur ganz kurze Schnipsel vielleicht filmen. Ansonsten kriegt ihr einfach so ein paar Bilder mit dem Handy dazu. Wundert euch nicht. Ich war gerade mit Nils drin, wir haben drin bestellt, aber jetzt wurde es mir zu stickig und zu warm und zu voll. Deshalb bin ich schon mal wieder zurück ins Auto gegangen und ich freue mich jetzt einfach ganz, ganz doll, die beiden wiederzusehen, weil ich sie ja auch schon länger nicht gesehen habe, weil ich so viel lernen musste. Und jetzt, wo die Zeit langsam wieder da ist, ist das total schön. Und da kommt mein Nils. Futter! Ja, mit dem Futter. Für Emma. Ah, scheiße. Sagt man nicht, ne? Heiß, Emma, Vorsicht. So, und jetzt geht's los. Ab zu den beiden. Oh, okay, der Akku hat es natürlich nicht ganz überlebt. Wir sind jetzt auf der Rückfahrt, deshalb konnte ich zwischendrin auch nichts filmen. Es ist mittlerweile 22:30 und es war so schön, gell? Ja. Es war richtig toll, die zwei mal wieder zu sehen. Die Eltern haben sich total gefreut. Ja. Über den Überraschungsbesuch oder spontanen Besuch, sagen wir mal. Inklusive Essen. Genau. Und Emma fallen hier vorne nämlich auch gleich die Augen zu, ne? Ja. Und wir fahren jetzt nämlich ganz schnell nach Hause, gehen nochmal eine ganz kurze Gassi-Runde. Genau. Gassi, gehen wir spazieren gleich nochmal. Ja, gehen wir gleich spazieren. Ne? Und danach gehen wir auch schon ins Bett. Ja, deshalb ziemlich platt. Ja, das war total schön, aber es war auch total, nicht total, es war spät oder ist spät geworden. Genau, und deshalb verabschieden wir uns jetzt schon von euch. Und, die Kurven, hätte ich beinahe gesagt, die Hubbel. Und wir sehen uns dann ganz, ganz bald im... Jetzt ist mir die Kamera doch allen Ernstes im Wort abgebrochen. Der Akku ist leer, hat aufgegeben. Du hast zu lang gesabbelt. Wie immer im Leben. Wir wollten sagen, wir sehen uns dann ganz, ganz bald im nächsten Video wieder. Und bis dann. Ciao, ciao.